Willkommen Freunde zurück bei Rise of the Tomb Raider. Wir sind gerade ein bisschen optional, vermute ich mal, unterwegs, denn eigentlich müssen wir ganz woanders hin. Wir sind in der Mine gelandet und... Was immer sie gefunden haben, es muss da drin sein. Es ist optional. Juhu. Jemand hat Werkzeuge versteckt. Und provisorische Waffen. Schauen wir mal, was hier steht. Wir können nicht mehr warten, bis unsere Brüder außerhalb der Mine ihren Widerstand beginnen. Die Sowjets haben etwas entdeckt, das sie noch mehr wollen als das giftige Erz. Sie haben die Geschichte unserer Ahnen entdeckt, ihre Gräber entweiht. Das ist das letzte Unrecht. Erst dachten wir, die alten Wächter kämen hervor und bestraften unsere Peiniger. Aber jetzt erkenne ich, dass wir das Instrument der göttlichen Rache sein müssen. Wir sammeln unsere Kraft, verstecken Hacken und Äxte. Sehr bald werden die, deren Kraft noch reicht, sich erheben und unsere Unterdrücker hier begraben, bevor sie unser Gestern und unser Heute auslöschen. Okay. Ein Rucksack. Oh. Fähigkeit, die... nein, Moment. Ach, das geht ja mir ja nur im Lager. Stopp, von da sind wir gekommen. Aber... Doch, hier geht's weiter. Okay. Kiss, ha, viel praktisch. Hier haben wir ja direkt eins. Erstmal hier. Ja, das können wir machen. Schwupp. Ich guck mal bei der Pistole. Da ist mehr Munition rein. Und das hier noch. Weil ja den Jäger können die gleichzeitig bis zu zwei Pfeile auf zwei separate anvisierte Ziele ab, während sie mit vollständig gespannten Bogen zoomen. Doppelschuss. Während sie mit vollständig gespannten Bogen zoomen, können sie mehrere Ziele anvisieren, indem sie für eine kurze Zeit auf eins zielen. Nach dem Auslösen treffen die Pfeile mehrere Feinde gleichzeitig. Rote Zielsymbole zeigen anvisierte Ziele an und die Position der Markierungen gibt Aufschluss darüber, wo die Schüsse treffen werden, entweder Körper oder Kopf. War das mit dem Zoomen? Optionen. Tastatur und Maus, Controller. Gameplay. So. Na, wo ist Tastenzuweisung? Y. Ach ja, stimmt. Na gut, muss man bei Gelegenheit mal ausprobieren. Ja. Das war auch knapp. Okay, wie, was haben wir denn da? Kann ich das vielleicht schon
Wie ich das darüber werfen soll? Das weiß ich jetzt allerdings gerade nicht, also gehen wir erstmal weiter. Das ist bestimmt wie aus. Warte mal. Ja, so geht das definitiv noch nicht. Das ist ja auch das Wasser im Weg. Schade. Das war so nicht gewollt, vor allem weil ich vergessen habe, die anzuzünden. Das geht wohl wirklich noch nicht gut. Dann erstmal weiter. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Ein Auslösemechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Schick. Okay, wo zuerst? Hier gibt es ja so viel. Da ist es. So nah. Ich muss einen Weg hineinfinden. Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir ans Schachtende kamen, griff das Schicksal ein. Wir fanden eine Kammer bei einem Einsturz halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe 1000 Jahre, unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärken unsere Bemühungen und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht. Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zu mehr führen. Sehr nett, was die da so sagen, oder? Klatsch auf damit. Okay, wir müssen also gehen wir. Gehe ich jetzt erst hoch oder springe ich erst da dran? Ich gehe erst hoch. Wuhu! Schlechte Idee. Springen wir halt erstmal dran. Mal gucken, was passiert. Ja, geschafft. Das Wasser ist blockiert. Verdammt. Ich muss es irgendwie dauerhaft absperren. Ich wollte gerade sagen. Blockiert? Ist da erstmal gar nichts. Okay. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja, aber wie? Ja, warte mal. Wow. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ach, halt die Klappe. Noch ein Wandbild. Dies hier scheint ein Mythos über die Herkunft des Propheten zu sein. Okay. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Siehst du mal, wenn ich hier mich umgucke? Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja, ja, ist ja gut. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen.
Mir macht das kein Licht. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja, ist ja klar, aber ich frag mich gerade, wie. Ja, hier nix. Wo kann ich denn hier mit hin? Ist da hinten? Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja, ist ja gut. Ich hab's kapiert. Ich weiß jetzt halt nur nicht, wie. Das ist das Problem. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Aber wie komme ich da hinten hin? Das Blut bestimmt nicht. Ich muss einfach noch weiter anhüpfen. Nope. Gut. Hier wird das auch geklärt. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. War da was? Warte mal. Komm schon. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Das ist ja. Ja, klar, aber. Ach so, das könnte drauf. Drauf schießen und dann schnell da dran springen. Das könnte funktionieren. Kann ich das nicht auch von hier unten dann treffen? Natürlich nicht. Aua! So viel dazu. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Jawohl. Kann ich direkt von oben da dran springen? Aber kann ich das denn wirklich nicht von hier irgendwo treffen? Oder das könnte vielleicht noch funktionieren. Warte mal, ich sehe da gar nichts. Hallo? Vielleicht funktioniert das ja. Schauen wir mal. Das Problem ist, ich sehe gerade sowieso sehr wenig, weil die Sonne gerade genau durch mein Fenster scheint. Muss doch auch von hier da dran kommen. Wo ist denn das jetzt? Komme ich aber nicht. Aber dafür muss das, ist das Ding doch bestimmt da. Ja. Von hier komme ich dran. Ich wollte auch von hier da.
Das genaue Ding vor. Aber dafür ist das Ding doch bestimmt da, oder nicht? Toll. Nicht runterspringen. Aua. Okay. Ja, dann spring ich. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, das könnte funktionieren. Wenn man trifft, geht das. Wenn man trifft, sollte das was werden. Ob das allerdings auch so gedacht ist, ich vermute mal, dass man das eigentlich da oben mitmachen soll, aber hoppala, das funktioniert ja nicht richtig. Sie hält sich da nicht fest. Das muss aber noch gehen. Ah. Okay. Nur das Problem ist, von da oben komme ich ja irgendwie nicht an. Ich kann das Seil ja dann irgendwie nicht festmachen. So, hier. Ja, von hier. Ist halt das Problem, dass ich nicht rankomme, aber. Konnte man sich irgendwie hinhoppen oder so? Sieht nicht so aus. Das ist ja blöd. Wieso geht das denn von hier nicht? Oh, okay, das. Ja, da ist das Ding weg. Mal gucken, wie komme ich schnellstmöglich hier runter? So nicht. Nee. Hallo. Kamera, komm schon. Ach, dann lass mal los. Das muss runter. Und da dran. Und das alles, bevor der Wagen da ist. Das. Das dauert ja schon wieder zu lange. Dann. Jetzt ist ja kein Wagen mehr da. Nee. Ah doch, jetzt ist das Ding wieder da. Kann ich das von hier eigentlich auch treffen? Okay.
nach. Ja. Das bringt ja gar nichts. Moment, das ist ja schon kaputt. Nee. Jetzt bin ich verwirrt. Und jetzt? Das bringt so allgemein gar nichts. Dann weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade auch nicht weiter. Mir ist gerade was eingefallen. Das könnte es sein. Wartet mal. Das könnte es sein. Passt mal auf. Auf damit. Könnte funktionieren. Genau. So. Freunde, würde ich mal sagen, das soll es auch für heute gewesen sein. Wir machen beim nächsten Mal dann hier weiter. Und ich würde erstmal sagen, bis dahin. Moment, los. Die Arbeiter hatten wohl irgendwann genug. Tja. Ich sage erstmal bis dann und ciao.